Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial von JTL Software. In diesem Video befassen wir uns mit der Einrichtung der ODBC-Verbindung. Die Einrichtung der ODBC-Verbindung ist abhängig von Ihrem verwendeten System. Bei einem 64-Bit-System befindet sich die ODBC-Verbindung ODBC-AD32-EXE im Windows-Verzeichnis unter SYSWO64. Drücken Sie ein paar Mal die Taste O, wenn Sie im Verzeichnis SYSWO64 sind, und die Auswahl springt zum Bereich der Dateien, die mit O beginnen. Bei der ODBC-Datenquellen-Administration wählen Sie den Reiter System DSN aus. Durch den Button Hinzufügen können Sie eine neue Datenquelle erstellen. Nehmen Sie als Treiber den SQL-Server. Tragen Sie als Datenquellenname und Beschreibung Easy ein. Als Server haben Sie die Möglichkeit, wenn Ihr Server lokal installiert ist, entweder Ihren PC-Namen, Localhost oder Local in Klammer zu nehmen. Sollte der Server sich nicht lokal befinden, so tragen Sie hier die Serveradresse ein. Dann tragen Sie noch die Instanz ein. Bei einem lokalen Server lautet der Instanzname JTL Wavi. Als nächsten Schritt stellen wir ein, dass die Authentifizierung mit dem SQL-Server anhand eines Benutzers und Passwort geschieht. Dann überprüfen wir bei den Client-Konfigurationen, ob bei den Netzwerkbibliotheken TCP/IP ausgewählt wurde und die Verbindungsparameter stimmen. Der Servername sollte gleich dem Server sein, den Sie vorher eingetragen haben, und die Anschlussnummer sollte dynamisch bestimmt werden. Dann tragen wir den Benutzername und das Kennwort ein. Bei einem lokalen Server lautet der Benutzername SA und das Passwort SA04J T14. Wenn es nicht lokal ist, erhalten Sie die Zugangsdaten bei Ihrem Hoster. Die Standarddatenbank ändern wir auf Easy Business um und entfernen die Haken bei den zwei ANSI-Einstellungen. Auch bei der Konvertierung der Zeichendaten entfernen wir den Haken. Nachdem wir fertig sind, können wir die Datenquelle noch testen. Sie sollten als Meldung Test erfolgreich abgeschlossen erhalten. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Wenn Sie ein 32-Bit-System verwenden, finden Sie die ODBC-Verbindung in den Systemsteuerungen unter Verwaltung Datenquelle ODBC. Auch hier können Sie dann unter System DSN wie beschrieben die Verbindung zum Server einrichten. Wir sind hiermit auch schon am Ende des Videotutorials. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.